Ein wissenschaftliches Experiment an Gruppen von Jungen aus konkurrierenden Lagern, die nicht ahnen, dass sie manipuliert werden, sich gegenseitig zu bekämpfen? Was war denn da los? Im Sommer 1954 kam ein Schulbus mit einer Gruppe von 11- und 12-jährigen Jungs im Robbers Cave State Park in Oklahoma an. Was die Kinder nicht wussten, es gab noch einen anderen Bus. Alle Jungen dachten, sie würden campen gehen. Ihre Eltern zu Hause glaubten, die gesponserte Reise habe etwas mit Führung zu tun. Keiner von ihnen wusste, dass die Mitarbeiter des Camps in Wirklichkeit Forscher und die Jungen Teil eines umstrittenen Experiments waren. Eines der Ziele: die Jungen sollten sich gegenseitig bekämpfen. Das Robbers Cave-Experiment sollte sich in drei Phasen abspielen: Gruppenbildung, Reibung und Konfliktlösung. Es begann mit der Gruppenbildung. In der ersten Woche unternahm jede Gruppe verschiedene Aktivitäten, ohne mit der anderen zu interagieren. Die Jungen hatten Spaß, gingen schwimmen und machten Wanderungen. Mit der Zeit entwickelten sich soziale Normen. Es bildeten sich Anführer und Mitläufer heraus. Die Jungen schlossen Freundschaften und begannen, ihre eigene Subkultur zu erfinden. Schließlich gaben sie sich Namen. Eine Gruppe nannte sich die Adler, die anderen entschieden sich für die Klapperschlangen. Sie stempelten ihre Namen auf Hemden und Fahnen. Die In-Groups, also die Mitglieder der eigenen Gruppe, waren gebildet. Die Stämme hatten eine Identität. Sie waren nun bereit, sich gegenseitig zu treffen. Während der Reibungsphase kamen die beiden Gruppen miteinander in Kontakt. Die Forscher veranstalteten Wettbewerbe mit einzelnen Preisen für die Gewinner. Mit anderen Worten, sie schufen eine begrenzte Ressource, um die sich die beiden Gruppen streiten konnten. Es dauerte nicht lange, bis die In-Groups eine negative Einstellung gegenüber der Out-Group, den Jungs außerhalb der eigenen Gruppe, entwickelten. Vorurteile wurden offensichtlich. Um die Sache noch schlimmer zu machen, schlug das Personal der einen Gruppe vor, Eimer mit Schlamm in die Hütte der anderen zu kippen. Schließlich wurden die Kinder hasserfüllt, gewalttätig und beschimpften sich gegenseitig. Sie verbrannten die Flaggen der anderen und manchmal eskalierte die Situation so sehr, dass das Lagerpersonal eingreifen musste. Der letzte Punkt war die Konfliktlösung. Die Jungen sollten Frieden schließen. Zunächst versuchten die Mitarbeiter, die Vorurteile zwischen den Gruppen abzubauen, indem sie den Kontakt und die Kommunikation verstärkten. Aber das machte die Sache nur noch schlimmer. Dann blockierten die Forscher das Ventil zum Wassertank des Lagers. Da es kein Trinkwasser mehr gab, bekamen die Jungen immer mehr Durst. Dann schlug das Lagerpersonal vor, dass sie alle zusammenarbeiten müssten, um das Problem zu lösen. Zögernd machten sich die Gruppen an die Arbeit. Schon bald mischten sich die Jungen und arbeiteten zusammen. Es gab keine Klapperschlangen oder Adler mehr, nur noch einen Haufen Camper, die zusammenarbeiteten. Als das Wasser endlich durchkam, herrschte allgemeiner Jubel. Die Forscher lernten vier wichtige Dinge aus dem Experiment. Erstens, individuelle Unterschiede sind nicht für Stammeskonflikte verantwortlich. Alter, Rasse, Kultur oder Religion scheinen keine Rolle zu spielen. Zweitens, feindselige Haltungen entstehen, wenn Gruppen um Ressourcen konkurrieren, die nur einer von ihnen bekommen kann. Drittens, Diskussionen lösen keine Konflikte. Viertens, nur ein gemeinsames Ziel oder ein gemeinsamer Feind, der die Zusammenarbeit fördert, verringert die Reibung. Zwei renommierte Psychologen, Muzaffer Sherif und seine Frau Carolyn Wood Sherif, standen hinter dem umstrittenen Experiment und stellten später eine Theorie auf. Die Theorie des realistischen Gruppenkonflikts erklärt, wie Feindseligkeit als Folge des Wettbewerbs um begrenzte Ressourcen wie Geld, Macht, militärischen Schutz oder sozialen Status entsteht. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese Ressourcen tatsächlich begrenzt sind oder nur als solche wahrgenommen werden. Ihre Arbeit hilft uns, die Mechanismen der Diskriminierung von Außenseitern zu verstehen, die bei Knappheit eskaliert. Wenn beispielsweise Mitglieder einer Gruppe der Meinung sind, dass gute Arbeitsplätze schwer zu finden sind, versuchen sie oft, Mitgliedern aus anderen Gruppen den Zugang zu verwehren. Sie setzen sich für gesetzliche Einschränkungen ein oder verweigern Neuankömmlingen den Zugang. Was denkst du?
Entstehen Gruppenkonflikte nur als Folge des Wettbewerbs um knappe Güter? Und wenn ja, sind gemeinsame Ziele und gemeinsame Feinde wirklich der einzige Weg zum Frieden? Oder ist die Theorie fehlerhaft und nicht auf Erwachsene anwendbar? Schließlich sind Kinder leichter zu beeinflussen, nicht nur um Vorurteile aufzubauen, sondern auch um ihre Vorstellungen später wieder zu ändern. Teile deine Gedanken in den Kommentaren unten mit. Dieses Video wurde von Blinkist gesponsert. Entdecke mit der Blinkist-App das Wichtigste aus über 5000 Sachbüchern zum Lesen und Anhören in nur 15 Minuten. Der Blink zu dem Buch Gewalt von Steven Pinker erklärt, warum der Mensch evolutionär bedingt gewalttätig ist und wie sich dies im täglichen Verhalten zeigt. Er beschreibt aber auch, welche psychologischen Mechanismen im Menschen wirken, die seine aggressiven Impulse unterdrücken. Wenn du mehr über dieses Buch erfahren möchtest, aber wenig Zeit hast, schau dir Blinkist an. Gut zu wissen, mit Blinkist Spaces können Premium-Abonnenten ihren Freunden auf gewählte Titel Zugriff geben. Erhalte 25% Rabatt auf Blinkist Premium und genieße 2 Mitgliedschaften zum Preis von einer. Klick auf den Link in der Infobox und starte eine kostenlose 7-Tage-Testversion.